Abend vor der schweren Schlacht bei Simbach. Da hat der Baum einen hausen Hunger gehabt. Er hat auch gedacht, zur Kabisuspekt, das wär mir jetzt noch was. Von wegen des Donners Kraut ist Baum einen hausen Lieblingsfraß. Und das am Abend vor der Schlacht bei Simbach. Hauses Militärbagage. Da hat's eine Büchse Sauerkraut drunter gehabt. Aber dummerweise keine Büchsenöffner, der Hause kommt in die Rage. Sein Hellebart, der grad frisch geschliffen, muss da drunter leiden. Das alte Schweizer Sauerkrautblech zu verschneiden. Eine Zeit lang später, Nacht liegt über Simbach. Lagerfeuer verbrennen, Stung um Stung. Der Mond entdeckt sein Gesicht im See, von weit her bellt ein Hung. Und alles schlaft, nur einen nicht, für ihn gibt's grossen Alarm. Der Kabis tut seine Pflicht im Kriegerdarm. Die Not ist gross, sie treibt ihn aus dem Zelt. Und ganz allein ins mitten im grossen Feld. Er gibt er sich am Schicksal und er duldet es wie ein Held. Umgeben von stiller Einsamkeit und panungsvoller Nacht führt er der Dossi ganz private Schlacht. Plötzlich täuscht es ihn, er hat etwas gesehen. Ein Has, doch nein, es wird grösser, es ist ein Reh. Aus dem Rätsel Hauses Schrecker wachsen nah dies nah. Ein Helm, ein Schwert, eine Rüstung, ja, ganz wild fremder Mann steht plötzlich vor ihm und schaut nicht oben an. Schreckt Sekunden wär schon lang vorbei. Doch weil die Sache so diffizil ist, lassen wir jetzt die beiden noch ein bisschen lassinnen und schauen, welche von beiden den Oberhang können gewinnen. Baume Hans oder diese von Österreich. Hauses Kopf herrscht Hochbetrieb. Sein Hirn fährt erst jetzt recht an zu arbeiten. Er lenkt auch zurück und greift nach seinen altbewährten Waffen. Mit seiner Hose Träger holt er ihm einen mitten aufs Dach. Und da ist auch der Österreicher wach. Der kommt vorne mit fürchterlicher Gewalt. Hause einen Sprung auf die Seite brüllt Halt. Doch dieser rutscht sich klar auf Hase und landet auf dem Bauch. Gefangen in der schweren Rüstung liegt der Find am Boden. Bedrängt von Hauses Hosenträgermethode. Beeindruckt von der Gummikonstruktion. Ergibt sich jetzt der gegnerische Spion. Und Hause steht jetzt auf und ist auch selber Gott froh. Hat der Gegner gewusst, wo das Lager von den Eidgenossen liege. Hat er es nämlich noch am gleichen Abend genommen. Singt von Helden, singt vom Winkuriert. Doch wer singt an einem kleinen Heldenslied? Einer, der noch hängt an seinem Leben aus dem Gut. Und trotzdem manchen grossen Helden überlegen ist an Mut. Wieso so frage ich, brauchst du dazu gegen Blut? Singt von Helden, singt vom Winkuriert. Doch heute sing ich am Baum Hanses Lied. Wo weg ein Buch von ihm erzählt, wo er nicht müssen sterben. Er hat sich gewehrt, so gut er konnte und hat sich tapfer gestellt. So einen täuscht mich, sei auch ein wahrer Held.